mal sehen, ob das klappt. Danke. Glückwunsch. Ich hab's vergessen. Hier. Zu erfüllen. Susi zum Zählen. Wir brauchen Susi zum Zählen. Zehn, ja? Los, bitte! Danke, dass ihr da wart. Guter Kamerad. Ja. Hält sich nochmal an. Boah, Alter. Guter Kamerad. Komm schon durch. Ich fass doch mal an, das Ding hier. Oh. Runter. Den hält er runter. Der ist unten. Eins. Eins! Immer noch eins! Eins! Eieiei! Den Bauch geht das nicht tiefer! So, was hier? Hat einer mitgezählt? Ja. Eins! Das ist aber eins, hab ich gehört! Schnitzel! Wie geschieht denn das denn? Leute! Aber ohne Becher! Das Foto ist ja. Schon oben. Das ist gut. Kann man einmal zeigen? Sven, das ist. Mach mal noch mal rein. Was willst du denn? Wie bewegen sie? Gucken wir mal bitte. Jonas? Ja, bist du nochmal? Ja. Aber der Chaos ist nicht mehr sehr gut. So. Ja, wir müssen jetzt, haben wir jetzt einen Halbschick? Lisa, hast du die Musik denn mit? Zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn. Hey, früh! Hey. Meisterfeier? Nächste Woche Samstag, Meisterfeier in der Kantine der Werbeunion. Alle bringt Freunde und Bekannte mit. Müssen wir jetzt halt nur mal gucken, wie wir das hier
klingeln, aber das ist. Aber das ist egal, was nicht. Kann gerade nicht. Ja? Nächste Woche, 18, 19 Uhr. So das Ergebnis im Spiel zwischen SV Grün-Weiß Schwerin 2 und SG Bützow-Güstrow. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Steffen. Dankeschön, danke. Wie fühlt man sich nach einem Spiel, womit man eigentlich auch gleichzeitig die Meisterschaft gewonnen hat? Es ist jetzt endlich Erleichterung da, ne? Also ein schönes Gefühl. Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet. Zum Anfang relativ schwer gestartet mit der Niederlage gleich gegen Krivitz, wo man dann doch einiges vielleicht in Frage gestellt hat. Aber letzten Endes haben wir konstant über die Saison gut gespielt, haben uns immer weiterentwickelt, haben immer neue Spielerinnen auch noch mit dazu bekommen, was uns sicherlich auch geholfen hat. Jetzt ist wirklich nur noch Erleichterung da und es ist ein schönes Gefühl. Du sagst konstant. Es gab so ein oder anderes Spiel, wo ich mich dran erinnern kann. Ich denke mal so an Pädagogik. Warnemünde war zwar nicht in der Liga, aber im Pokal. Wie kommt das zustande? Ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben 6 Minuspunkte. Davon 2 Spiele mit einem Tor verloren, ein Spiel mit 2 Toren verloren. Ich glaube schon, dass man trotzdem von der Konstanz reden kann. Wir haben 30-6 Punkte gehabt. Also letztes Jahr haben bei 2 Spielen weniger 6 Minuspunkte zum Landesmeister gereicht. Ich glaube schon, dass wir mit allen Gegnern auf Augenhöhe waren und dass wir trotzdem, trotz der Fehler, die wir dann vielleicht auch in den Spielen gemacht haben, konstant gut waren. Also über die Saison hinweg, dass wir uns konstant da gebracht haben. Ja, auf jeden Fall Konstanz, das halte ich jetzt mal so fest. Ja. Du hast ja dieses Team seit 3 Jahren, bist jetzt Landesmeister. Wie sieht es weiter aus? Wie ist der weitere Werdegang der zweiten Mannschaft? Na, wir werden in der MV-Liga bleiben, weil die Spieler, glaube ich, mehr mit Spaß dabei sind. Nein, also wir werden in der MV-Liga bleiben. Nächstes Jahr, glaube ich, wird das eine relativ gute MV-Liga werden. Warte mal. Nein, kommt nichts so gut. mit 12 Mannschaften, denke ich mal, also einer hohen Nennstärke. Ich glaube schon, dass das Sinn macht, den Nachwuchs weiter bei uns zu stärken, erfolgreich aber auch hier bei uns mitzuspielen. Und dann passt das alles. Du hast ja doch so das ein oder andere. Das warten wir jetzt einmal kurz ab. So. Gut. Damit können wir weitermachen? Ja. Okay. Du hast ja auch oft mit Jugendkader gespielt, aus der A-Jugend dich verstärkt. Inwieweit wird das auch in der nächsten Saison passieren? Ja, also das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist jetzt ein halbes Jahr bis zur nächsten Saison, wo wir jetzt auch weiter daran arbeiten wollen, den Kader erweitern. Ich glaube schon. Red ruhig weiter. Ja, also... Ich habe eingepullert. Schön, dass wir in die... Darf ich dir sagen, dass du tropfst? Das Bier ist schweinekalt. Geklärt, warum? Also, ja, wir wollen natürlich weiter mit der Jugend spielen. Wobei es aber auch uns gut getan hat, dieses Jahr den Kader, dass wir älter wurden. Dass wir mit dem Kader Erfahrung hatten, das hat uns schon weitergeholfen. Schön, dann bedanke ich mich erstmal, Steffen. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Saison wieder trocken und ich denke mal, die Mädels freuen sich auch in der nächsten Saison, wenn wir wieder mit dabei sind und wenn es wieder heißt Sport in Schwerin. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe ein nasses Mikrofon. Like that. Really, really funny.
Alter, mein T-Shirt stinkt so. Das war richtig, ich hab's echt. Alter, geht's noch? Ich glaube, das ist eine Penne. Da. Hier war keine. Ja, hier. Hast du noch ein T-Shirt? Ja. Ja. Geh mal mich umziehen. Steffen, nimm das Mikro. Nein, ich muss fahren. Ich finde, dass Jochen heute noch nicht zum Werk beigetragen hat und Jochen singen sollte. Sing ein Lied, oh liebe Steffen, sing ein Lied, sing ein Lied. Ja, Angela, hup doch mal ab, ich will sie doch! Immer noch, immer noch, mein Lieblinger, immer noch, immer noch! Hilde, Julia! Oder bist du in der Berlin? Stimmt doch mal hier, dieses mit dem Messen. Oh ja, das ist geil. Engeleichen mit aufgeschnitzten Bäuchen. In den Bäuchen steht Gemesse mit der Aufschrift. Wir sind Messe. Schalala, schalala. Ey, schwimmen wir zwei. Ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Das ist perfekt. Ich will nicht zukommen, was uns auf Gott sei Dank beschert. Trink Pest und Arbeit scheuen, die wir dem Rübers wollen, was uns auf Gott sei Dank beschert. Junge, halt die Fresse. War gar nicht so schlecht. Sie sich ja per CD mit. Also Schneidewind kann ja Fetze Fatze auswendig. Was denn? Ja, jetzt fahre mal an, irgendeine Scheiße zu singen hier, meine Fresse. Richtig. Was ist mit dir denn nicht richtig, Mann? Sing uns den Roland! Oh ja. Ja. Mach uns den Heinrich.
Vor allem, sitzt der da mit seinem fetten Bands, Alter. Du bist der Trainer. Moment. Du bist der Trainer. Oder? Und wie wollten wir Schwangerschaftsfotos machen? Du, schon seit über Jahren, aber es kommt nicht raus. Junge, es kommt nicht. Du hast alle so schöne T-Shirts, wo ist meins? Was geht ab? Wir feiern die Meisterschaft, Das geht ab. Wir feiern die Meisterschaft, die ganze Nacht. Hey, yo, hey. Wir feiern die Meisterschaft, die ganze Nacht. Das wird jetzt eigentlich aufsteigen. Halleluja. Ich spiele ab nächster Woche Erste. Das wusste ich aber. Ich denke nicht, ja. Ich bin mit meinem Bauch geregelt. Mach es! Helmut! Auf geht's! Die meine Tasche. Hey! Lisi, Lisa, du musst morgen zum Training kommen, egal wie. Ja, kommst du morgen nach Hause gefahren nochmal? Ja, wir machen morgen Harlem Shake. Wir müssen aber zwei Takes drehen, ne? Ja, einmal, wo er erst so und dann muss es geschnitten werden, wenn die Musik neu anfängt, dass alle. Hi! Was kommt? Danke. Lise. Lise, jetzt würde ich die Klappe stehen bleiben. Die checken doch eh nicht, ne? What?
Tore geschossen.
draußen. Gib die Hände in die Luft, wir singen, hey, das geht ab. Wir spucken in die Hände, wir holen die Meisterschaft. Wir holen die Meisterschaft, lassen jetzt geht's los. Mit super guter Laune, die Freude riesengroß. Das ist Atzenmusik, wir haben noch lange nicht genug. Und wir singen die Melodie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Ja, das
unsere Lisa. Lisa.